So, mit dem Flixbus bin ich angekommen, jetzt ist nur noch mein Dad, der mich hier abholt. Ich bin vielleicht etwas spät in diesem Video, aber herzlich willkommen zu diesem Video. Die B-Roll-Sequenz, die ihr gerade gesehen habt, die war von meiner Busfahrt zu meinem Dad. Ich bin nämlich dieses Wochenende bei meinem Dad. Und ich dachte, ich nutze die freie Zeit, die ich hier relativ viel habe, um dieses Video zu machen. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, soll es in diesem Video darum gehen, was momentan so der Plan auf meinem Kanal ist. Denn wenn man sich so die letzten Videos anguckt, haben wir da mal ein bisschen Cinematic, Edit, dann haben wir da ein bisschen Gaming mal wieder, aber zwischendrin immer Monate Pause. Und deswegen nun dieses Video, um euch so ein bisschen zu sagen, was mein Plan mit dem Kanal ist. Nicht wundern, dass ich hier so random in einem Auto chille. Ich finde einfach erstens die Akustik hier richtig nice und zweitens, weiß nicht, sitzt sich hier ganz bequem und sieht, glaube ich, auch ganz nice aus. Deswegen, ja, habe ich mich hier einfach reingesetzt, um zu drehen und ich habe ein bisschen meine Ruhe. Ich muss zugeben, ich war lange unmotiviert, auf diesem Kanal überhaupt irgendwas zu machen. Allerdings habe ich mich natürlich weiterhin mit meinem Hobby Video, vor allem auch als ich meine Kamera, die ihr jetzt hier gerade aufnimmt, bekommen habe, weiterhin beschäftigt, weiter Videos gedreht. Zum Beispiel von Fotoshootings, die ich mit meiner Freundin sehr viel gemacht habe. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Dann das Video, was ich vor kurzem erst auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Und zwar der Cinematic Edit von dem Konzert, wo wir waren. Hier ein kurzer Ausschnitt. She's always had you pissed off. You hold it deep inside. I'm telling you. Und ich will einfach mal so ein bisschen sagen, was bei mir momentan der Status ist. Und zwar bin ich immer noch sehr viel am Zocken. Und habe immer noch unglaublich viel Spaß daran, Computerspiele zu spielen. Und habe ab und zu auch echt mal wieder Lust, ein Video dazu zu machen. Ich drehe immer noch. Andererseits habe ich aber auch dieses Hobby des Cinematic Edits, so wie das Konzert eben, was ich vor allem in der letzten Zeit viel gemacht habe. Und falls ihr davon ein bisschen mehr sehen wollt, schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account vorbei. Da war ich in der letzten Zeit sehr aktiv. Und da ist im Prinzip alles gelandet, was davor auf dem YouTube-Kanal gelandet ist und dann über diese Zeit eben nicht. Allerdings will ich das ein bisschen nachholen. Ich will ein paar Sachen, auch die auf Instagram sind, noch auf diesen Kanal hier hochladen. Dann habe ich viel mit einer Marke namens Ome zusammengearbeitet. Davon sieht man auch ganz viel auf meinem Instagram, wenn ihr da reinschauen wollt, auch gerne machen. Und ich habe auch in der Zeit ein bisschen Fotografie gemacht. Da findet ihr auch einige Fotos auf meinem Instagram-Account. Also schaut auf jeden Fall da vorbei. Genau. Was ist jetzt aber der Plan für diesen Kanal hier? Im Prinzip habe ich keine Lust, mich auf eins zu begrenzen, so wie Gaming oder eben diese Cinematic Edits, weil dann nehme ich mir selber die Motivation und dann kommen mal wieder keine Videos, denn ich bin unglaublich faul in jeglichem Bereich meines Lebens, vor allem aber was Videoschnitt angeht. Und um mir in keinster Weise irgendwie Motivation zu nehmen, mache ich einfach genau das, worauf ich Bock habe. Heißt, wenn ich Bock habe auf ein Gaming-Video, dann kommt ein Gaming-Video. Wenn ich Bock habe auf ein Cinematic Edit, dann kommt das. Also im Prinzip einfach das, was ich momentan mache. Ich habe zum Beispiel auch ultra Lust auf Vlogs. Deswegen soll dieses Video hier auch so ein bisschen mehr vlogartig sein. Einfach so das, worauf ich Lust habe, werde ich dann hochladen. Das kann durchaus auch ein Gaming-Video sein. Gutes Beispiel für die Art Videos, die ich machen will oder so das Kanalkonzept, ist der Kanal von meinem Kumpel Nils, den ihr sicherlich alle noch kennt. Niemals Nils jetzt inzwischen auf YouTube. Das Kanalkonzept finde ich ziemlich cool. Einfach so das machen, worauf man Bock hat. So ist der Plan.
Und dann hoffe ich, dass ich in nächster Zeit wieder aktiver werde. Und falls dem so sein sollte, falls ich die Motivation finde, auch viele Videos, die noch auf meiner Festplatte rumgammeln, zu schneiden, dann sollten in nächster Zeit so Sachen kommen wie das Winterurlaubsvideo 2017-18, dann das Tropical Feelings Video, das ist das aus dem Botanischen Garten, dieser Cinematic Edit. Ein PUBG Best of und Funny Moments wollte ich eigentlich noch machen, weil ich habe ultra viele Shadowplay Clips auf meinem PC. Einen Vlog zu einem Job, den ich in Zürich hatte, was auch mit Film zu tun hat. Der sollte auch demnächst kommen. Den habe ich an Nils abgedrückt. Dem habe ich die ganzen Aufnahmen gegeben und habe gesagt, er soll die mal schneiden. Es sollte noch ein Video von meiner Reise nach Prag kommen. Damit habe ich aber noch nicht mal angefangen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, und ansonsten mal gucken, was ich noch so filme und was auf meiner Festplatte so noch vorhanden ist. Und genau, das ist so mein Ziel für die nächsten Zeit, einfach die ganzen Videos und Footage, die ich noch habe, abzuarbeiten. Und wie gesagt, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, damit ich so viel Motivation wie möglich habe. Dann hoffe ich, dass wenigstens einigermaßen regelmäßig jetzt wieder Videos kommen. Vielen Dank an alle, die sich diese Videos überhaupt noch angucken. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass nachdem ich so lange inaktiv war und sehr, sehr regelmäßig Videos gemacht habe, überhaupt noch Leute da sind, die meine Videos gucken. Mich würde wirklich mal interessieren, wer diese Videos guckt. Also schreibt mal, wenn ihr das seht, in die Kommentare, seit wann ihr auf meinem Kanal dabei seid und weshalb ihr abonniert habt. Das wäre auch besonders wichtig, damit ich gucken kann, dass ich in Zukunft möglichst das, was die Leute sehen wollen, auch abdecken kann. Genau, also das wäre mir sehr, sehr wichtig oder würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal in die Kommentare schreiben könnt. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch jetzt einfach nochmal so ein bisschen durch das Wochenende mit. Vielen Dank nochmal, dass ihr immer noch dabei seid und dann mal gucken, was wir noch so erleben. Heute geht's ins Freibad. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Mit dem Video, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazu lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Seid gespannt und bis dahin. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag. Haut rein. Ciao.